Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Schutz des geistigen Eigentums, ein hehrer Begriff. Wer sich mit der wirtschaftlichen und sozialen Situation der Künstlerinnen und Künstler beschäftigt und nicht die High-Performer nur sieht, der sieht hervorragend ausgebildete, hochbegabte Menschen. Aber was manchmal auf der halben Strecke des Monats in der Brottrommel ist, das ist manchmal mau. Und insofern gehört neben fairen und gerechten Honoraren die Frage der angemessenen Vergütung der Urheberinnen und Urheber zu einem wesentlichen Aspekt, die Situation der Künstlerinnen und Künstler, der Kreativen zu stabilisieren. Dass wir uns in dieser Legislaturperiode dort einiges vorgenommen haben und auf den Weg gebracht haben, das ist gemessen an der Vorperiode nicht nur Bestandteil des Koalitionsvertrages, das stand da auch schon mal in Koalitionsvereinbarung, sondern wir haben auch tatsächlich etwas auf den Weg gebracht. In der Tat, Frau Künast, ist das Glas voll, halb voll oder halb leer? Ich bewerte das als richtigen Fortschritt, was wir dort auch gerade im Bereich des Auskunftsrechts kodifiziert haben. Das bringt die Dinge nach vorne und auch, dass wir die gemeinsamen Vergütungsregeln gestärkt haben, ein Instrument, das ausbaufähig ist. Das ist ja auch von Christian Fliesek dargelegt worden. Ich finde, das sind absolut die richtigen Ansätze. Wir haben innerhalb der Koalition in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv gerungen. Das eine oder andere hätten wir sicherlich auch noch aus unserer Sicht offensiver gestalten können, wenn nicht auch, da gebe ich Ihnen recht, die Frage in den Raum stelle, das Schlichtungsverfahren, das hätte man schärfer schalten müssen. Das hätte man konkreter ausgestalten müssen, was insbesondere auch die Verbindlichkeit der Schlichtersprüche hinbekommt. Aber das wird sich sicherlich in einem weiteren Anlauf auch dann in der nächsten Legislaturperiode besser darstellen können. Aber es ist auf jeden Fall in die richtige Richtung gedrückt worden. Ich komme zur Verlegerbeteiligung. Das ist von meiner Vorrednerin zu Recht angesprochen worden, nicht von Frau Künast, sondern von der Kollegin aus der Union. Wer die Bedingungen im Buchmarkt sich anschaut, dann ist es einfach ein symbiotisches Verhältnis der Autoren im Verhältnis zu den Verlagen. Und es hat sich über viele Jahrzehnte dort eben auch eine Praxis herausgebildet, die nun jetzt aber durch Rechtsprechung in Zweifel gezogen wurde, durch den Europäischen Gerichtshof, aber auch durch nationale Rechtsprechung. Ich erwähne das Vogelurteil. Und diese Lücke einigermaßen rechtssicher zu schließen, das, denke ich, ist mit dieser Novelle gelungen, um auch hier Klarheit zu schaffen. Ich finde, das ist ein guter Weg, der beschrieben ist. Es bleibt noch einiges zu tun, damit das auch europarechtlich wasserdicht ist. Das ist eindeutig noch zu bewerkstelligen. Aber insofern freue ich mich, dass wir auch diesen Aspekt in dieser Gesetzesnovelle im Urhebervertragsrecht haben regeln können. Ich danke dem Haus für die gute Zusammenarbeit. Ich danke den Koalitionskolleginnen und Kollegen für die sehr gute Zusammenarbeit. Und insbesondere möchte ich auch den Rechtspolitikern, hier vornehmlich Johannes Fechner und Christian Fliesek, für die intensive Konsultation fraktionsinterner Art danken, weil es natürlich auch ein Herzstück auch von Kulturpolitik ist, dort ein gutes Instrument zu haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Silke Launert das Wort.